Junge Menschen kleben sich mit Montage-Pattex an Autobahnzufahrten fest für stundenlange Sitzblockaden und fühlen sich dabei als Teil einer Bewegung. Zuletzt haben die Klimaprotestanten in Deutschland ihr Tätigkeitsspektrum erweitert. Am Brandenburger Tor wurde ein turmhoher Christbaum enthauptet. Ich habe mich da sofort gefragt, wie ist es möglich, mitten in Berlin auf den Pariser Platz eine Hebebühne zu schmuggeln, auf deren Aussichtsplattform als Grüppchen mit Handsäge bewaffnet Richtung Himmel aufzusteigen, ohne dass Ordnungshüter oder Selfie-Touristen irgendeine Unstimmigkeit im Bild bemerken. Vermutlich hängt der Erfolg der Aktion damit zusammen, dass das Wort Unstimmigkeit in der deutschen Hauptstadt anderen Erfüllungskriterien unterliegt als im Rest des Universums. Der Zeitung Die Welt habe ich folgende Aussagen entnommen einer Sprecherin der Berliner Polizei. Ich zitiere: Es kann nicht sein, dass in der Weihnachtszeit jetzt jede Person mit einer Hebebühne an einem Weihnachtsbaum unter Generalverdacht gestellt wäre. Ja. Anlässlich solcher Maßgaben möchte man der Polizei in Berlin doch gerne mal bei ihrer Ermittlungsarbeit über die Schulter blicken. Nein. Ein Sondereinsatzkommando stürmt im Wedding eine Wohnung. Auf dem Teppich liegt die frisch erlegte Leiche einer Frau. Daneben kniet der Ehemann mit blutiger Sense in der Hand und schreit: Die Schlampe hat's verdient! Ich war's! Ich war's! Und anschließend erklärt die Berliner Einsatzleitung: Leute, jetzt bloß keine voreiligen Schlüsse ziehen. Wir dürfen niemanden unter Generalverdacht stellen. Meine Eltern hatten 25 Jahre lang ihren ersten Farbfernseher. Das war so ein riesen Holzklotz von Nordmende. Ich habe den als Kind mal gewogen, der war 4,5 Tonnen schwer. Da wäre mein Vater gar nicht auf die Idee gekommen, einen neuen zu kaufen. Der tut es doch noch, sagt der Vater immer, der tut's noch. Erst nach 25 Jahren hat das Ding seinen Geist aufgegeben. Da ist mein Vater mit Kaufbeleg und Fernseher zum Fachhändler gefahren und hat gesagt, ich glaube, Garantie ist nicht mehr drauf, aber da geht doch noch was mit Kulanz. So war das. Man hat Gerätschaften gepflegt und nicht bei einer Pressekonferenz aus Kalifornien direkt weggeschmissen. Ne? Und wenn ich als Schulkind beim Basteln Sekundenkleber zum Einsatz bringen wollte, so sagte meine Oma immer: Tu das nicht, Junge, das Zeug ist gefährlich, hochgiftige Chemikalien. Wenn du zu viel davon an deinen Körper lässt, dann wirst du irgendwann Meschugge. Heute beim Blick in die Klimaklebergesichter der letzten Generation weiß ich, Oma hatte recht. Ja. Oma hatte recht.